Seveso bei Mailand, 6 Jahre danach. Die Situation ist immer noch ungewöhnlich. Nach einem Brand wird eine Stadt neu aufgebaut, nach einer Flut werden die Deiche erhöht, hat die Erde gebebt, dann wird, was vorher Holz war, aus Stahl errichtet. Selbst die Lava an den Flanken eines Vulkans, eines Tages wird sie zum fruchtbaren Humus. Nicht so hier in Seveso, wo der Schaden die Zukunft überschattet. Alles, was die weiße Wolke aus der Fabrik hinter mir mit ihrem Gift bestrich, ist gefährlich und muss beseitigt, muss begraben werden, selbst das Erdreich. Die Szene gleicht daher einer Stellprobe zu einem gewissen Albtraum der Menschheit. Das Unheil kündigt sich nicht an. Wie an jedem anderen Tag läutet es in den Ortschaften ringsum zur üblichen Zeit vom Turm. Fische führt der Bach schon lange nicht mehr, aber man kann sie auf dem Markt in Seveso kaufen, in allen Größen und Farben. Die vertrauten Gestalten sind hinter den Auslagen der Fleischer tätig. Es wird gewogen und gemogelt, wie immer. Auf dem Bürgersteig, Morgenkonferenz zum Thema Lottozahlen. Die Gärten des Palazzo Borromeo in Cesano Maderno verwildern langsam vor sich hin, aber wer hat schon das Geld, diese alten Gemäuer und ihre einstige Pracht zu pflegen? Da liegt eine Katze in den letzten Zügen. Am Vorabend war sie noch ganz gesund. Und sie hat wohl einen Vogel gefressen, der vergiftet war. Vergiftet? Womit? Die Einwohner von Seveso sind alarmiert. Es ist in diesen Sommertagen nicht die erste Katze, die plötzlich da liegt und stirbt. Die Leute bringen das in Verbindung mit dem weißen Staub, der vor einigen Tagen auf die Umgebung der chemischen Fabrik Icmesa herabregnete. Hier geriet am Samstag, den 10. Juli 1976, mittags bei der Herstellung von Trichlorphenol durch Unachtsamkeit eine Reaktion außer Kontrolle. Aus einem Druckbehälter verpufften in die Luft 2 Kilo einer Substanz, die schon milligrammweise tödlich wirkt. TCDD, Dioxin, stärker als Cyankali. Wie viele Explosionen ereigneten sich? Nur eine. Es war keine eigentliche Explosion. Es kam heraus mit einem Geräusch wie von einem Zug. Zu wie vielen waren Sie dort? Wir waren zu zweit. Dann kam... Dann bin ich gekommen und habe Sie gesehen, als Sie von der Straße zurückkehrten. Wir sind geflüchtet, weil wir nicht mehr atmen konnten. Wir sind bis zur Straße gerannt. Es waren etwa 500 Meter. Bei der Rückkehr merkten wir, dass der Boden schwarz war. Es sah aus wie Öl. Dann seid ihr wieder an die Arbeit gegangen? Das ist das Schlimme. Am darauffolgenden Tag hat man mich arbeiten lassen. Und zwar am Montag, die ganze Woche. Und wer hat euch gesagt, dass ihr arbeiten solltet? Es wurde uns nichts gesagt. Niemand wusste etwas. So haben wir wieder angefangen wie gewöhnlich. Ich habe sogar gesehen, dass dort jemand von der Behörde war. Ich weiß nicht genau, wer es war. Und die haben uns gesagt, dass wir nichts anfassen sollten. Wir haben eine Woche weitergearbeitet. Vor dem 1. Juli hatten sich keine Explosionen ereignet. Nein, man merkte zwar einen besonderen Geruch. Ja, es fällt mir ein. Eine Woche vorher flog eine Taube vorbei und fiel herunter. Aber ich dachte, sie hätte die Kabel der Hochspannung berührt. Am darauffolgenden Tag fiel ein kleiner Vogel mit einem rötlichen Kopf auf die Böschung herunter. Und am nächsten Tag fiel auch eine andere Taube herunter, aber sie war nicht tot, sie flatterte wieder hoch. Ich rannte ihr hinterher und konnte sie nicht fangen. Also etwas stimmte nicht. Erst eine gute Woche nach der Wolke sprechen die Carabinieri den Werksdirektor an. Sie holen ihn aus einer Konferenz. Direktor Herwig Zweel und sein Produktionschef Paolo Paoletti werden aufgefordert, vor dem Amtsrichter in Meda zu erscheinen. Sie sollen sich von dem Verdacht reinigen, fahrlässig einen schweren Unfall verursacht zu haben. Noch eine weitere Woche hat das Gift Zeit zu wirken, ehe das Werk von der Behörde geschlossen
der Straßenverkehr in seiner Nähe unterbrochen und die Bevölkerung evakuiert wird. Achtung, Achtung! Alle diejenigen, welche ihre Wohnungen verlassen müssen, werden gebeten, das Folgende zu beachten. Erstens, um 10 Uhr Abfahrt von Familien oder Personen mit eigenem PKW, Kreuzung Via Ignizola und Via Caducci. Zweitens, 11.30 Uhr Abfahrt der anderen Familien mit Omnibus Via Vignazzola. Drittens, vor der Abfahrt wird jedem Familienoberhaupt ein Scheck ausgehändigt. Viertens, innerhalb von 12 Stunden muss das Gebiet völlig geräumt sein, damit die Entgiftungsmaßnahmen beginnen können. Fünftens, alle Personen müssen im Besitz eines Attestes der Gesundheitsbehörde sein. Das Werk Ichmeza gehört dem Schweizer Chemie- und Pharmakonzern Hoffmann La Roche. Dort ist man sich über die Gefährlichkeit des Unfalls durchaus im Klaren. Beweis, eine genaue Karte der vom ausgeströmten Dioxin befallenen Umgebung mit Messzahlen, deutsche Beschriftung. Diese Karte wurde von den Spezialisten des Konzerns angefertigt und den italienischen Behörden am 20. Juli zur Verfügung gestellt. Sie zeigt exakt für jeden Sektor die vom Wind herangetragenen und niedergefallenen Mengen von Dioxin. Es erfordert allerdings wochenlange Diskussionen und Schriftwechsel, ehe daraus die Konsequenzen gezogen werden. Das Werk Ichmeza arbeitet seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges zwischen den Gemüsegärten und den kleinen Möbelfabriken der Brianza, wie sich diese Gegend der Lombardei nennt. Die Ansiedlung von chemischer Industrie war hier nie vorgesehen gewesen. Die staatliche Aufsicht drückte aber angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt beide Augen zu. Stempel und Unterschriften gab es ohne viel Umstände. Selbst wenn in der Produktionspalette Stoffe enthalten waren wie Trichlorphenol, die einen Fachmann hätten zur Vorsicht mahnen müssen. Es ist Ausgangsstoff für vielerlei Produkte der Pharmaindustrie, unter anderem von Desinfektions-, Entlaubungs- und Insektenvertilgungsmitteln. Und das Werk Ichmeza, gestützt auf die Finanzkraft eines mächtigen Multi, bedeutete ständige Beschäftigung für 200 Arbeiter. Es vergütete großzügig die Schäden durch giftige Abgase, die mit gespenstischer Regelmäßigkeit wiederkehrten. Anzeigen führten zu nichts, sie gingen ihren umwegreichen Lauf durch die Behörden, bis sie ihre Kraft verloren hatten. Der 10. Juli, unbeachtet wie er zunächst blieb, wurde zur Umweltkatastrophe, besonders deshalb, weil die Werksleitung alles herunterzuspielen bemüht war. Der erste verschwommene, konfuse, ungenaue Bericht erfolgt erst nach 7 Tagen. Man kann es nun nicht mehr verheimlichen, dass 14 Kinder mit schwerem Hautausschlag ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Chlorakne. Die Pflanzen verwelken. Der Bürgermeister von Meda, in dessen Gemeinde das Werk steht, und der Bürgermeister von Seveso, dessen Gebiet hauptsächlich von der Giftwolke bestrichen wird, begnügen sich zunächst mit einer Verordnung, die nahelegt, Obst und Gemüse nicht zu ernten oder zu verzehren und sich die Hände gründlich zu waschen. Erst 14 Tage nach dem Unfall folgt die Evakuierung. Das Gebiet wird von Militär abgesperrt. Die Soldaten versehen ihren Dienst in Schutzanzügen für die chemische Kampfführung. Eine Zone A, wo die Verseuchung am schlimmsten ist, darf überhaupt nicht. Eine Zone B nur beschränkt betreten werden. Die Streitkräfte fahren Patrouillen wie im Ernstfall eines Gaskrieges. Vorbereitungen für die permanente Absperrung werden getroffen. Eine Wellblechwand um das gesamte Gebiet. Sie ist gelb wie die Flagge eines Schiffes, auf dem die Cholera wütet. In dem verseuchten Gebiet arbeiten jetzt Entgiftungstrupps. Fachleute in Schutzanzug, die den Leichenträgern der Pestzeiten des Mittelalters ähneln. Der Feind ist unsichtbar. Er nistet sich überall ein. In Häusern, auf Blättern, im Straßenstaub.
Er verliert nicht an Kraft, ist nach 5 Jahren unvermindert stark. Für diese Aktion werden besonders gesunde und kräftige Männer gewonnen. Ihre Arbeitszeit ist kurz, die Maskenfilter sind nach 4 Stunden voll. Die Giftbelastung des Körpers soll auf einem vertretbaren Minimum bleiben. Leider kann man sie nicht messen wie eine Strahlendosis im Kernkraftwerk. Es gibt keinen Geigerzähler für Dioxin. Die Entgiftungsexperten müssen nach der Arbeit selbst entgiftet werden. Es sieht aus wie ein uralter religiöser Ritus. Dioxin kann sich auf der Kleidung oder der Haut einnisten. Mehrere Waschstationen dienen als Filter. Sie sollen das Weitertragen des Giftes verhindern. Zu Tausenden sind Kaninchen, Katzen, Hunde und Vögel verendet. Nun trifft's auch Kühe und Kälbchen. Ein Gebot der Vorsicht, sie umzubringen. Aber wie bringt man 40.000 Stück Vieh so tief unter die Erde, dass ihre Kadaver keinen Schaden anrichten können? Insgesamt müssen 80.000 Tiere dran glauben, fast der gesamte Bestand der Zonen A und B. Die Krankenhäuser müssen Überstunden machen. Ihre Labors sind nicht eingerichtet auf eine solche Stoßflut von Analysen, wie sie jetzt erforderlich sind. Allein 22.000 Blutuntersuchungen. Sie müssen in kürzeren Zeitabschnitten wiederholt werden. Gewisse Symptome machen sich vielleicht erst 2 Jahre nach dem ersten Kontakt mit Dioxin bemerkbar. Es kann gleichzeitig oder zeitversetzt mehrere Organe angreifen. 22.000 Kinder stehen unter Beobachtung. Es gibt 195 Fälle von Chloracne, zum Teil mit entstellenden Narben als Folgeerscheinung. Hoffmann LaRoche muss viel zahlen. Die Frauen von Seveso und in anderen Ortschaften stehen vor dem Problem, sollen sie eine Abtreibung beantragen. Sie sind meistens fromm katholisch. Die Wissenschaft gerät mit der Morallehre in Konflikt. 34 Mütter lassen sich vom Psychiater ein Zeugnis geben, das Gefahr für die seelische Gesundheit der Mutter bescheinigt. Statistisch lässt sich heute ein leichter Anstieg von Anomalien bei seither Geborenen feststellen, ein Anstieg der Todesfälle jedoch nicht. Gefährdungen der noch ungeborenen Kinder können nicht in Zweifel gezogen werden. Jede Schwangerschaft, nicht nur die unter der Giftwolke, sondern die von heute und die von morgen, ist durch eine schwere Hypothek belastet. Die genetischen Folgen werden vielleicht erst an den Kindern derer sichtbar werden, die heute noch Kinder sind. Eine Aussage von Professor Giuliani. Evidentemente, se parliamo di danni. Auch wenn wir nicht nur eine Missbildung des Fötus im Auge haben, bleibt das ein genetisches Problem. Der genetische Schaden kann sehr ernst sein. Wenn die Chromosomenausstattung eines Individuums verändert wird, vererben sich diese Veränderungen den Kindern, den Enkelkindern, den Urenkelkindern und bleiben lange. Meines Erachtens sollte man dagegen etwas tun, wenigstens bis man festgestellt hat, dass es dieses genetische Problem nicht gibt. Leider sind aber die Ergebnisse der Chromosomendiagramme nicht beruhigend. Der gelbe Zaun umschließt 15 Hektar Land. Eine Textil-, eine Möbelfabrik, ein paar Wohnhäuser. Zunächst sollte hier alles, Bauten und Pflanzen, verbrannt werden. Doch alarmierte Stimmen schrien auf. Das hieße ja nur, das Gift erneut in die Atemluft zu befördern. Wie nicht anders zu erwarten,
Die Technik der Entseuchung löst wissenschaftliche Kontroversen aus. Jeder weiß es besser. Die Professoren bekämpfen sich aufs Blut wegen ultravioletter Strahlen oder mikrobiologischer Methoden. Das alles verzögert die Bekämpfung der Gefahren. Überall lauern sie, als sei das Gebiet von Seveso Ziel eines Atombombenangriffs gewesen und liege nun strahlenverseucht in der Herbstsonne der Lombardei. Man einigt sich schließlich auf Abtragen, Verpacken, Vergraben aller Dinge über der Erde in Zone A und des Erdreichs selbst. Aber bis zu welcher Tiefe? Ein halber Meter? Ein ganzer? Wie viel tausend Tonnen macht das? Wohin damit? Am ersten Jahrestag des Unglücks findet in der Kirche zu Seveso ein feierlicher Gottesdienst statt. Chi non riconosce un padre nei cieli difficilmente scorge un fratello nel suo prossimo. Das Unglück, das vor einem Jahr über uns hereingebrochen ist, hat unserer Stadt eine traurige Berühmtheit in der ganzen Welt verschafft. Das Böse hat wieder einmal triumphiert. Es hat den meisten Menschen hier großen Schaden zugefügt. Ich will nicht über technische Probleme urteilen. Dafür bin ich nicht zuständig. Ich habe mich aber bereits bei anderen Gelegenheiten darüber geäußert, dass es in dieser Hinsicht auch eine Verpflichtung gegenüber der Allgemeinheit gibt. Politische Demonstrationen versuchen, den Zorn der Einwohner zu gleichen Teilen auf die italienischen Behörden mit ihrer aufreizenden Langsamkeit wie gegen den bösen Multi von jenseits der Grenze zu richten. Es ist ganz bequem, dass man diesen Prügelknaben hat. Wäre die ECMESA eine einheimische Firma, hätte niemand, am wenigsten wohl der Staat, die 200 Millionen Mark locker gemacht, die dem Hoffmann-La-Roche-Konzern die mangelnden Sicherheitsvorrichtungen in seiner Anlage gekostet haben. Für jedes Kilo Dioxin 70 Millionen Mark an Entschädigungen, ein stolzer Preis. Einen höheren Preis noch hat der Produktionsdirektor der ECMESA, Paolo Paoletti, entrichtet. Er wurde am 6. Februar 1980 von Mitgliedern des Terroristenverbandes Prima Linea totgeschossen. Er ist das einzige bisher bekannte Todesopfer des Unfalls. Inzwischen geht die Arbeit auf dem abgesperrten Gelände weiter. Die Erde wird rasiert, dann abgetragen und abgepackt. Christo, der Verpackungskünstler, müsste seine Freude daran haben. Drei Gruben, in denen ein Fußballstadion Platz hätte, sind die Begräbnisstätten für ein Viertelpfund Dioxin mit je 80.000 Kubikmetern Zubehör. Herr Hammer, alles vergiftete Erdreich in Seveso und der Schutt der Gebäude soll in dieser Grube und noch einer anderen verschwinden. Sie schaffen die Voraussetzung dafür, höre ich, dass eine weitere Kontamination, eine weitere Vergiftung von dieser Grube nicht ausgehen kann. Wie tun Sie das? Wir haben dafür eine Kunststoffplatte entwickelt, aus einem völlig inerten, also unangreifbaren Stoff. Es handelt sich um ein Polyethylen einer bestimmten Dichte in supergroßen Abmessungen mit einem richtigen, normalen Schweißsystem, wie man es vom Stahl her kennt, also bekannte Technik. Und mit dieser Platte kleiden wir solche Erdbecken wie hier aus, um sie nach unten hin dicht zu machen. So dicht, dass nicht durch Flüssigkeit oder durch Tiere, durch Wurzeln oder durch mikrobiologische Veränderungen irgendetwas entstehen kann, was die Platte vernichtet und damit eine weitere Vergiftung des Bodens stattfinden kann. Sie haben mir hier so ein Stück Plastik
ich nenne es jetzt mal Plastik, gegeben. Ja. Es ist leicht und man hat das Gefühl, jede Ratte könnte da ihre Zähne durchschlagen. Ja. Stimmt vielen, aber nicht. Nein, in vielen Instituten in Deutschland ist mit hungrigen und mit Liebeskummer versehenen Ratten versucht worden, durch eine Sperre zwischen Männchen und Weibchen die Ratten zu veranlassen, da durchzugehen, oder auch Mäuse. Das ist bisher noch nicht gelungen. Solche Tests lassen wir bei Universitätsinstituten oder beim Institut für Bautechnik in Berlin und so weiter durchführen. Ja, dann wollen wir nur hoffen, wenn wir in 200 Jahren mal wieder hier vorbeikommen, ja, dass nichts passiert ist. Also was ist mit diesem Dioxin? Ist es gut oder schädlich? Niemals haben wir einen so schönen Gemüsegarten gehabt. Weil es eine Menge Trichlorphenol gibt, deshalb ist der Gemüsegarten so schön. So, dann verstehe ich es. Sehen Sie, ich ziehe Spargel und, um ehrlich zu sein, ich esse sie. Ich habe Gemüse während des Winters geerntet, aber ich habe es dorthin gelegt zum Anschauen für die Neugierigen. Gegessen habe ich es nicht. Aber die Spargel esse ich. Warum essen Sie gerade die Spargel? Weil sie mir schmecken. Ja, die Spargel sind für mich eine Versuchung. Das kennzeichnete die Stimmung in der Bevölkerung vor 5 Jahren. In den kleinen Möbelfabriken redet man heute auch nicht viel anders. Die Schulen sind voll wie einst. Von den 700 ursprünglich evakuierten Einwohnern Sevesos sind inzwischen 500 zurückgekehrt mit ihren Kindern. Wenn man die Leute auf das Unglück von damals anspricht, hört man aus ihren Antworten heraus, dass sie nicht gern darüber nachdenken. Vielleicht ist diese stoische Haltung gut so, andernfalls wäre jedes plötzliche Unwohlsein Anlass zur Panik. Der Palazzo Borromeo mit seinen Gartenanlagen ist so eigenartig und ungepflegt wie vor dem 10. Juli 1976. In einem Land so voller Geschichte wie Italien ist es schwer, mit Katastrophen Eindruck zu machen. Eines Tages werden die Spuren der Katastrophe von Seveso verschwunden sein. Auf den Riesengräbern für Schutt und kontaminiertes Erdreich wird grün wachsen und die Leute werden hier spazieren gehen. Einige werden noch Spuren an ihrem Körper tragen. Alle werden sie mit großen Augen von dem Schrecken damals erzählen, aber die Zeit schwächt die Erinnerung. Neue Katastrophen werden sie verdrängen und eines Tages wird Seveso wieder der Name einer Stadt sein ohne schauderhaften Anklang.